Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von XCOM Enemy Unknown, dem Let's Play, dem Strategiespiel, was recht geil ist. So, in einem Tag haben wir die Chrysaliden-Autopsie und in 4 Tagen den Ratsbericht. Was können wir denn noch machen? Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Ah, das ist gut. Was hat die denn? Die Technikabteilung, die sagt gar nichts. Warum sagt die gar nichts? Wir haben 5, wir haben 1 Scope, das reicht. Ein Medikit, ja, das... Doch, das reicht auch. Satellitenhilfe brauchen wir nicht. Einrichtung bauen, da werden Sachen gebaut, das ist gut. Hier können wir auch mal gleich ausheben. Das kostet 50. Fünf Tage. Bauen wir einen weiteren Schacht nach unten, dann haben wir auf jeden Fall Platz. So. Ist auf jeden Fall im Ausbau. Wie sieht es denn energiemäßig aus? Ja, doch, das geht. Nach dem Kraftwerk haben wir auf jeden Fall im Moment noch genügend Energie. Wir bauen später dann weitere. So, die Kaserne. Offizierschule, da habe ich ja schon einige Dinge gekauft. Druckgröße 2 will ich mir als nächstes holen. So, unsere Soldaten. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Und wir haben eigentlich auch noch genug. Also brauchen wir noch keine Anmustern. So. Lagezentrum. Ja, Frankreich, Japan, Indien und Australien. Das sind so die... Also Asien im Prinzip. Asien, Australien. Ein bisschen von Europa. Das ist... da müssen wir ein bisschen was tun. Ja, finanziell sieht es schon mal recht okay aus. Ist also nicht ganz so schlimm. Gut, dann wollen wir doch mal starten. Chrysaliden-Autopsie-Forschungsprojekt abgeschlossen. In all meinen Jahren so und so. In all meinen Jahren der Forschung habe ich nie etwas gesehen, das so schön und zugleich so tödlich ist wie diese Spezies. Im Gegensatz zu den bisher untersuchten Aliens ist sie ein Gliederfüßler, eingehüllt in ein glattes, schwarzes Exoskelett. Die Chrysaliden, wie wir sie aufgrund ihrer Fortpflanzungsart nennen, sind von Kopf bis Schwanzende über 3 Meter lang und können sich auf den Hinterbeinen zu einer Größe von fast 2 Metern aufrichten. Ihre Angriffsweise ist nicht nur extrem tödlich, sondern dient ihnen auch zur Fortpflanzung. Das Opfer stirbt nämlich nicht sofort, sondern wird in eine geistlose Hülle verwandelt. Eine Art Zombie, die dem Nachwuchs als Wirt dient. Beißt ein Chrysalid einen Menschen, pflanzt er ihm damit auch ein Embryo ein, das sofort beginnt sich zu entwickeln. Diese ungewollte Schwangerschaft dauert für das Opfer nur Minuten, dann schlüpft ein neuer Chrysalid aus und zerstört dabei den Wirtskörper. Also alles in allem sehr schlimm. Es bleibt die Frage, warum die Ellen so eine offensichtlich wilde, unberechenbare Kreatur einsetzen. Auf jeden Fall ist dieses Wesen ein gefährlicher Gegner und unsere Soldaten sollten extreme Vorsicht walten lassen, wenn sie es auf dem Schlachtfeld antreffen. Wenn sie im Gefecht den Einheitenanalyseschirm auf ein anderes Exemplar dieses Typs anwenden, erfahren sie Details über den Kampffähigkeiten dieses Wesens. Chitinpanzer zur Herstellung verfügbar. Machen wir natürlich mit. Leichte Rüstung aus Exoskelett eines Chrysaliden bietet zusätzlichen Schutz und reduziert den erlittenen Nahkampfschaden beträchtlich. Okay. Was haben wir denn jetzt noch? Sechs Tage. Den Sektoiden können wir verhören. Das geht recht fix. Dann erfahren wir vielleicht sogar noch mehr. Versuch's natürlich telepathisch. Aber das wird ihr nicht gelingen. So.
Technikabteilung hat auf jeden Fall diese Chitinpanzer, die wir jetzt bauen können, aber wir haben nicht genügend Leichen und nicht genügend Material. Also geht's weiter. Forschungsprojekt abgeschlossen, Sektoiden verhört. Unser Verhör des kleinen gefangenen Aliens war für alle Beteiligten ein Lernprozess. Während man unter einer solchen Befragung normalerweise eine Art Diskussion versteht, eventuell unter Zwang, war diese Möglichkeit angesichts der einzigartigen Umstände ausgeschlossen. Wir mussten stattdessen ein aggressiveres Vorgehen wählen, nämlich die Einführung einiger invasiver Gehirnsonden in den präfrontalen Kortex des Testsubjekts. Durch die Interpretation der Reaktion des Gefangenen auf diverse Reize konnten wir eine Menge Informationen sammeln, mehr als ich ursprünglich angenommen hatte. Der Gefangene wusste wenig über diverse Modifikationen, die man an ihm vorgenommen hatte, konnte uns aber Details über die Miniaturisierung der Implantate und die Energiequelle für die Waffen der Invasion verraten. Wir analysieren diese Daten noch, aber es sollte uns gelingen, sie unsere verbesserten Waffenprototypen einfließen zu lassen, speziell bei energieintensiven Strahlwaffen. Strahlwaffenforschungskredits verdient. Das ist gut. Das ist top. Wir werden natürlich uns für den Waffenfragment. Wir müssen dringend wieder so eine Mission machen. Die Schadenrüstung ist natürlich sehr gut. Aber da das jetzt auch recht schnell geht, würde ich sagen, nehmen wir mal die Strahlenwaffen. Für diese Technologie gibt es verschiedene mögliche Anwendungen. Ich bin sicher, das Wissenschaftsteam wartet nur darauf, mit der Arbeit zu beginnen. Ich lasse sie wissen, sobald wir etwas finden. Ja. Ja, wollen wir doch mal probieren. So, wir haben morgen den Ratsbericht. Und da ist auch schon. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Das ist sehr gut. Das kommt jeden Monat, jedes Ende des Monats. Und also immer, wenn wir Geld kriegen praktisch. Und dann kriegen wir eine Wertung. XCOM-Projekt, Monatsbericht, März 2015. Ich wollte mich nur abstürzen und bin gerade mit dem Ellenbogen abgerutscht. Ratseinsätze ausgeführt. 2 UFOs abgeschossen. 2 Ratseinsätze ausgeführt. 1 UFO abgeschossen. 2 Entführungen vereitelt. 1 Satellit gestartet. Und 9 Forschungsprojekte abgeschlossen und 1 UFO gestürmt. Gibt 595 Dings. Beitrag. Plus 1 Wissenschaftler und Ingenieur. Und die Wertung A. Das ist gut. Ja, von den Typen kriegen wir übrigens Asien hier und Nordamerika. Wir haben hier auch Satelliten stationiert. Deswegen auch hier dieses Plus. Und hier überall kein Satellitenschutz, das müssen wir ändern. Definitiv. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ja. Wir skypen nachher. So. So, das war der Zugangslift. Die Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Also sehr gut, wir können nämlich jetzt auch langsam was brauchen. Was brauchen wir hier? Wir haben hier einen Alien-Sicherheitstrakt. Wir könnten hier noch ein Satellitenkontrollzentrum bauen, allerdings würde ich die gerne den Verbundbonus kriegen. Verbundbonus heißt, wenn die hier so in Reihe stehen zum Beispiel, also nebeneinander, dann kriegen sie oft Bonis. Und das will ich natürlich machen. Und deswegen bauen wir hier die Satellitenkontrollzentren. Dauert ein bisschen, aber es ist notwendig. So, jetzt haben wir schon einen Großteil abgeschlossen. Der kleine Eindruck, den ich von Ihrer Technologie habe, sagt mir, es gäbe nicht viel, das Sie aufhalten könnte, wenn es Ihr Ziel wäre, die Erde einzunehmen. Ich vermute, Sie haben etwas anderes vor. Erde zerstören vielleicht? Wäre natürlich heftig. Chitinpanzer können wir noch nehmen, weil uns die Leichen und die Ingenieure fehlen. Macht nichts. Was ich aber mache, ist schon mal 2 Satelliten bauen. Die brauchen 20 Tage, deswegen mache ich die jetzt schon voraus.
Nee, zurück. So, wir haben noch 168. Die würde ich gerne mal für die... Nein, für die Kaserne ausgeben. Und zwar... Gute Besserung ist, glaube ich, ganz gut. Achso, Captain brauchen wir. Okay. Macht nichts. Hier brauchen wir Major. Stirb mir nicht weg. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da brauchen wir Colonel, da brauchen wir Major. Nehmen wir gute Besserung, dann sind sie nicht so schnell. Dann holen sie sich schneller. So, jetzt haben wir auch gar nichts mehr. Leisten können wir so also nichts mehr. Gut. Dann sind wir hier soweit durch. Dann haben wir in 14 Tagen den Satellitenkontrollzentrum fertig und in 6 Tage später die Satelliten. Anfrage von Großbritannien. Satellit. Gefordert ein Satellit. Auf Lager 0. Frist 20 Tage. Das bringt gerade was. Der britische Himmel ist voller UFOs und die Besorgnis in der Bevölkerung wächst stündlich. Da sie keine Satellitentechnik haben, die Alien-Schiffe orten kann, bieten sie uns eine großzügige Unterstützung an, wenn wir bla bla bla. Wenn wir sie dahin schicken. Kann ich noch nicht annehmen. Erst in 20 Tagen und ich hoffe, dass es dennoch da ist, denn wir können nämlich hier im Lagezentrum hier diesen Auftrag noch machen. Ne? Also das ist noch ganz gut. Wollen wir natürlich auch. So, wir gehen hier jetzt hin. Und... Strahlenwaffen. Forschung abgeschlossen. Wir haben die Methode untersucht, mit denen die Aliens Energieverbrauch und Wärmeableitung ihrer Waffen in den Griff bekommen und danach unsere eigenen Laserwaffen weiter verbessert, als wir es für möglich gehalten hätten. Bemerkenswerterweise haben wir jetzt einen funktionierenden Prototypen, der tragbar und leistungsstark ist. Eine Entwicklung, die wir noch vor kurzem für möglich gehalten hätten. Auch wenn wir die Bündelungslinse dafür etwas verkleinern mussten, haben erste Tests keine Verringerung der Leistung oder Zielgenauigkeit ergeben. Lasergewehr und Laserpistole kriegen wir. Die Laserpistole ist das Ergebnis unserer Bemühung, den Soldaten eine stärkere Pistole zu bieten, die im Gefecht nicht nachgeladen werden muss. Das Lasersturmgewehr enthält unsere modernste optische Technologie und verbessert damit die Feuerkraft gegenüber dem konventionellen Modell X9 ganz beträchtlich. Beide natürlich baubar. So, und jetzt würde ich gerne eine experimentelle Kriegsführung. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Das ist gut. Eine Frage, warum kriege ich hier... Okay. Nur. Das ist okay. Ich war noch nicht ganz fertig. Ich war nochmal in die Technikabteilung. Kann ich mir schon direkt einen bauen? Ja, eine Pistole kann ich mir bauen. Ja, nur einen. Machen wir nur einen. Den setzen wir natürlich auch direkt bei einem ein. Am besten beim Scharfschützen. Durand ist in den aktiven Dienst zurückgekehrt. Experimentelle Kriegsführung abgeschlossen. Alter, so viel zu lesen heute. Bei unserer Erforschung der Waffenfragmente und anderer Materialien der Außerirdischen haben wir herausgefunden, wie es den Aliens schaffen, dieses Material miteinander zu kombinieren. Da die Miniaturisierung der Komponenten meist ein separates Problemfeld darstellt, haben wir uns zunächst auf das Konzept einer Waffe konzentriert, als Bordwaffe eines Abfangjägers eingesetzt werden kann. Diese Bordkanone wurde so konzipiert, dass sie ihre Energie auf ein möglichst kleines Zielfeld konzentrieren und damit in der Lage sein sollte, den Rumpf eines UFOs zu durchschlagen. Außerdem haben wir einige unserer Ideen an die Technikabteilung weitergereicht und Dr. Shen ist zuversichtlich, dass die Ingenieure einige dieser Konzepte verwirklichen könnten, wenn sie diese nötigen Ressourcen und passende Gebäude für den Test bekommen. Gießerei haben wir bekommen und die Phönixkanone zur Herstellung. Krass. Ist eine Bordkanone für die Abfangjäger. Die Phönixkanone kann einem Ziel gewaltigen Schaden auf einem Schlag zuführen, allerdings nur auf kurzer Distanz.
Das bedeutet für den Abfangjäger ein größeres Risiko im Luftkampf. Gießerei. Entwickle neue Gefechtsausrüstung oder verbessere bereits existierende Gegenstände in der Gießerei. So, nehmen wir mal den hier. Navigationscomputer. Und in der nächsten Folge lesen wir weiter. In der nächsten Folge haben wir hoffentlich irgendwann mal einen Einsatz. Also, bis dann, bye bye.